Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu der vierten Episode Let's Play Cubase. Und ganz ehrlich, ich habe diese schon mal gedreht. Ich habe nur, und yeah, sorry, ich bin gerade echt paranoid. Ja, läuft. So, ganzen Tag versaut, weil ich einfach 20 Minuten mit mir selbst geredet habe. So, ich habe für mich beschlossen, dass das erstmal wirklich die letzte Let's Play Cubase-Serie ist. Das funktioniert mit dem Rechner überhaupt nicht. Und alles, was ich so lese, ist einfach die Rechenpower. Weil Rendern und gleichzeitig hier, das macht einfach kein MacBook. Dafür bräuchte ich einen viel leistungsfähigeren Rechner. Ich meine, man schaut sich nur Leute an, die Games streamen, die haben tierische Kisten. Es ist quasi das Gleiche, was ich bräuchte, und da ist ein MacBook einfach nicht für ausgelegt. Egal. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, was ich in der letzten Episode gemacht habe. Ich weiß, was ich davor gemacht habe. Ich habe den Bass neu eingespielt und ich habe Guide Vocals eingesungen. Es sind wirklich Guide Vocals, das sind noch keine fertigen Vocals. Vielleicht mache ich das jetzt nachher noch, dass ich das final einsinge. Ich hatte einfach hier das Neumann-Mikro aufgebaut, Kopfhörer auf und einfach reingesungen, und ich habe nebenher immer den Text-Edit auf von Apple und schreibe da einfach den Text rein. Ich schreibe den nicht per Hand auf, ich schreibe den einfach direkt in den Rechner mit ganz vielen Tippfedern und allem und singe den dann rein. Und mir geht es eigentlich nur darum zu wissen, wie ist die Melodie grob, was habe ich mir dabei gedacht. Und jetzt zum Beispiel in dem Fall habe ich den Refrain einmal so hingekriegt, wie ich wollte. Und danach nie wieder. Und deswegen ist das hier und das hier einfach Copy-Paste. So. Das habe ich vor der Folge gemacht. Und während der Folge habe ich hier diesen Synthi reingepackt. Das Problem war, dass die erste Strophe ein bisschen sehr zäh war. Und deswegen habe ich den da reingemacht, um ein bisschen Movement reinzukriegen. Ihr hört es gleich, was der macht. Ich spiele einfach den Song mal von vorne bis hinten. Ich sage jetzt erstmal nichts dazu und dann schauen wir mal, was passiert. Willkommen Rechenpower, ich friere auch mal diesen Synthi schnell ein. Ja, ihr hört, sorry, meine Vocals. Was ich immer trotzdem gerne mache, auch schon in den Guide-Vocals, ist Ausdruck reinbringen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, wo will ich auch von der Emotion her hin. Und ich lasse mich da auch gerne gehen. Also gerade Vocalaufnahmen sind auch für mich als Sänger was sehr, sehr Persönliches, was sehr, sehr Intimes. Ich stehe da wirklich gerne auch in abgedunkelten Räumen und lass mich so ein bisschen fallen, hab die Augen zu und versuch die Message von dem Song rüberzukriegen. Die Message jetzt von dem Song, ich kann mal gucken, ob ich das hier aufhabe. Naja, da werde ich ganz viel anderes Zeugs aufhaben, was jetzt nicht unbedingt für eure Augen ist, sorry. Der Text jetzt hier drin ist doch relativ traurig, düster. Das ist so meine Art dieser Musik. Ich mag auch diese inhaltsschwangeren Texte, also wo du dir irgendwie wirklich viel zu überlegen kannst als Zuhörer. Steigen wir mal direkt in den Vers ein. Straight.
sorry, wenn ich jetzt nochmal überbreche, aber ich unterbreche. Aber ich finde, an der Stelle hört man was ziemlich Cooles. Und zwar, der Synthi hier, diese, es bringt nichts, wenn ich euch da hin zeige, weil da ist, oh, fuck's sake. Dieser Synthi hier, dieser Retrolog 4, der ist im gleichen Frequenzspektrum wie hier diese Gitarre. Und so ist der Gedanke. Und ihr hört das hier, dass ihr erstmal den Synthi nicht hört. Ja, er übernimmt quasi den Ton. Das ist quasi, es ist nicht das gleiche Instrument, aber es spielt im gleichen Bereich. Und deswegen macht es keinen Sinn, hier im Refrain diesen Synthi auch noch mit weiterzufahren, weil das übernimmt bereits hier die Gitter. Da brauche ich nichts mehr. Das würde sich nachher nur mit der Gitter stören und im Mix ein Problem verursachen. So, was mache ich jetzt? Will ich Synthi, will ich Gitarre? Und in dem Fall will ich Gitarre, also lasse ich den Synthi weg. So, und was der macht, ist einfach eben Movement reinbringen und diesen Frequenzbereich füllen, der frei ist. Und erstmal halt nicht. Erstmal gar nichts. Erstmal nur Bass, Drums und Vocals. Dann kommt der dazu. Er lenkt aber auch nicht von den Vocals ab. Das heißt, ich kann mich trotzdem auf den Text konzentrieren. Und dann halt macht er im zweiten Verse weiter und dann kommt noch die Gitter dazu, die ihr schon gehört habt. So. Und das hier müsstet ihr auch schon gehört haben. Ich will euch jetzt trotzdem... Sorry, ihr habt den Song noch nicht mehr durchgehört. Jetzt. Das ist der Song. Warum ich jetzt gerade nochmal in die Drums reingehört habe, ich wollte wissen, ob da wirklich eine Ride drin ist im Refrain und ja, ist. Das sind jetzt alles, mir fallen jetzt schon so ein paar Sachen auf, die würde ich jetzt, wenn ich es zum Mixen weitergebe, damit draufschreiben. Was mir jetzt aufgefallen ist, zum Beispiel dieser Synth, oder sagen wir mal so, Sachen, die jetzt in diesem Rough Mix nicht rauskommen, wo ich mich einfach vergewissern muss, sind sie da oder nicht. So zum Beispiel dieses Ride, wo ich mich gerade gefragt habe, spielt der da wirklich ein Ride? Spielt ich ein Ride auf den Drums? Ja, ich habe ein Ride auf den Drums. Okay, das wird nachher besser rauskommen. Weil das, was ja nachher beim Mix noch passiert, ist, dass es so ein bisschen mehr Clarity kriegt. Also ein bisschen deutlicher die einzelnen Instrumente rauskommen. So, ich will euch noch kurz den hier erklären, warum er da ist. Und zwar besteht der ja eigentlich hauptsächlich aus Resonance. Und wenn wir uns mal diese vier Spuren zusammen anhören. Take me up where I sit. Ja, vor allem die fünf. Take me up where I sit. Take me up, take me up. Ja, vielleicht mal noch das Pad dazu. Take me up. Aber das
Patch stört nicht. Das ist, oh, das ist gerade ein wunderschönes Beispiel für Arrangement. Wir haben das Pad. Das Pad stört mich nicht, weil es eine sehr langsame Attack hat. Alles andere, was in diesem Teil passiert, die Gitarre, der Synth, die Guitars, die Vocals, haben mehr Attack. Beziehungsweise die Vocals sind eh in einem komplett anderen Timing. Und ein bisschen auf die Zeit gucken. Und eigentlich ist es nur die Gitter und die Gitter, die einen Rhythmus haben. Und dieser Synthi. Und dadurch, dass dieser Synthi eigentlich nur so ein bisschen zwitschert, steht er sogar über dieser ersten Gitarre. Und das ist der Gedanke dahinter. So. Eigentlich bin ich mit dieser Serie fertig. Ich könnte jetzt noch die Vocals final aufnehmen. Es würde sich ja beim Song nichts ändern. Und ich habe unlängst mit meinem Kollegen besprochen, dass ich Mixdown ziemlich an den Nagel hänge, weil ich selber feststelle, dass ich da meilenweit hinten dran hänge. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch, dadurch, dass das nicht unser erster Studiorechner ist, sondern unser erster Studiorechner der Laptop von Philipp ist, ich habe hier nicht die Plugins drauf, die ich mittlerweile zum Mischen gewöhnt bin. Das heißt, für mich hier in Cubase jetzt einen Mix zu erarbeiten, ist unglaublich schwierig und ihr habt auch nichts davon. Es geht mir aber eigentlich auch mehr um so Songwriting- und Arrangement-Geschichten und ich hoffe, dafür war diese Serie ein wenig aufschlussreich. Vielleicht frage ich mal noch meinen Arbeitskollegen, ob wir noch was machen. Aber eher unwahrscheinlich, weil unser Terminkalender zurzeit super, super voll ist. Deswegen, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Die Serie hat mir eigentlich unglaublich Spaß gemacht. Eigentlich macht mir die Serie saumäßig Spaß. Aber mein Rechner kriegt es nicht hin, hier gleichzeitig aufzunehmen und Cubase laufen zu lassen. Deswegen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben und einen Klick auf Abonnieren. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Üs. Und jetzt lasse ich den Song einfach nochmal von vorne bis hinten.